Wieder hast du, ne? Die Bibel jetzt. Es ist nicht nur ein Dokument, es sind 500 Dokumente, darunter auch das originale Haftbuch der Haftanstalt Landsberg und der bekannte Brief, allerdings in Abschrift, in dem Hitler beim Münchner Autohändler um Rabatt nachfragt, wenn er aus dem Gefängnis kommt, weil er keine Einkünfte zu erwarten hat und im Moment eben dann schauen muss, dass er ihn möglichst billig kriegt. Und in dem Schreiben, das ich bekommen habe von ihm, steht eben drin, dass das Bayerische Ministerium für Erziehung und Wissenschaft einen Vorgang eingeleitet hat, dieses Konvolut unter nationales Kulturgut einzustufen und damit zu verhindern, dass es außer Landes gebracht wird. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten an die 188. Das war eigentlich schon wieder alles. Dann schreiben wir jetzt die 27.000.